Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Survival-Horror-Spiel, über das ihr abgestimmt habt. Und zwar das altberühmt-berüchtigte Resident Evil in der HD-Remastered-Version. Ich werde das Ganze hier über Steam für euch spielen und hatte euch ja gefragt, was ihr als nächstes sehen wollt nach Detroit Become Human. Und ja, dabei ist Resident Evil dabei rausgekommen. Deswegen spiele ich das jetzt für euch. Und ja. Was kann ich dazu sagen? Es ist halt ein eigentlich sehr, sehr altes Spiel. Es ist damals Anfang August 1996 das erste Mal erschienen, ist also ultra alt und wurde halt 2015 oder 16? 15. 2015 ist es neu erschienen in dieser HD-Version. Und ich, obwohl ich die Filme alle kenne, die Charakter kenne, ich habe auch, ich habe die Filme alle, ich habe auch diese Anime-Verfilmungen oder so, die habe ich auch. Ja, kenne ich noch was? Kenne ich ein paar Comics oder so? Weiß ich gar nicht. Habe ich da Comics von mal gelesen? Auf jeden Fall gibt es ja mittlerweile schon sehr, sehr viel von Resident Evil. Ich meine, es sind um die 11 Teile oder so. Und ich habe trotzdem nie Resident Evil gespielt. Ich bin, werde jetzt hier total reingeworfen und ihr könnt mir auch gerne Tipps geben, falls ihr da voll die Resident Evil Kennerhasen seid, die da jetzt voll sagen, oh, du musst das kombinieren und das Rätsel bla und du musst das und sammel dies, das wird dir voll helfen. Keine Ahnung, ich weiß überhaupt nichts. Aber ich weiß, dass Resident Evil 1 ja sehr, sehr gut ankam. Also danach kam ja, oder es wurde ja als, aus der Feder von Shinji Mikami stammt ja das Spiel. Und da sind ja viele andere Survival-Horror-Spiele draus entstanden. Ich erinnere mich noch, in meiner Kindheit war das auch ein total gruseliges Horrorspiel. Und deswegen habe ich mich nie getraut, das zu spielen. Als ich noch klein war, war ich noch nicht so mutig wie heute. Und ja, daraus kam dann Silent Hill und noch andere Horrorspiele und so weiter, die dann kamen, weil das einfach so erfolgreich war. Es wurde millionenmal verkauft und ja, deswegen freue ich mich, dass ich mit euch diese kleine Horrorperle neu entdecken darf und mich erschrecken darf. Ich habe ein bisschen Angst, muss ich sagen, weil ich jetzt schon so lange keine Horrorspiele gespielt habe und so ein bisschen horrormäßig raus bin. Aber gut. Da muss ich jetzt durch. Ich habe das angeboten, ihr habt dafür abgestimmt. Ich würde sagen, wir beginnen ein neues Spiel. Und ich freue mich drauf. Shinji Mikami macht tolle Sachen. Und das kann eigentlich nur gut sein. Und mit diesem Spiel beginnt natürlich auch eine Ära von Resident Evil-Teilen, die ich noch spielen werde. Aber mal gucken. Also ich habe ja auch schon ganz viel gehört, welche Teile gut sind, welche Teile schlecht sind. So. Aber mal gucken, in welcher Reihenfolge ich sie dann spiele. Möglichst in einer originalen Reihenfolge. Also jetzt nicht die ganz alten Teile, die werde ich nicht alle spielen. Aber doch schon so ein bisschen nach einer gewissen Reihenfolge halt zu gehen, dass es auch Sinn macht von der Story und so. Jetzt erstmal der erste Teil. Neues Resident Evil. Das weiß ich noch. Oh Gott, PlayStation 1 früher. Ganz altes Spiel. Gut, Breitbild modern ein. Wir lassen alles so, wie es ist. Ich hoffe, die Einstellungen sind für euch so okay. Wenn es zu dunkel ist, zu laut, zu leise, ich weiß nicht. Im Moment habe ich so Testaufnahme gemacht und war halt irgendwie voll leise der Ton. Jetzt habe ich mal richtig aufgedreht hier bei OBS und hoffe, dass es dann wieder nicht zu laut ist. Ich kann leider, genauso wie bei Final Fantasy momentan, das sind so diese remasterten Spiele, da kann ich irgendwie nicht vom Spielmonitor switchen zur OBS. Das ist halt doof, dann bleibt das Bild halt stehen. Also ich springe dann quasi einmal raus, um Einstellungen zu verändern. Das heißt, wenn ich das halt zwischendurch machen sollte, bei Sequenzen oder so, weil ich hinterher merke, okay, bei Sequenzen darf ich ruhig lauter machen oder leiser, dann nimmt es mir nicht übel, dass ich das dann versuche, schnell zu machen, damit der Spielfluss erhalten bleibt. Was rede ich hier so viel? So, jetzt geht's los hier. Und können wir entscheiden, habe ich schon gelesen hier, Frage, wie sollte ein gutes Spiel sein? Und ich nehme mal an, das ist der Schwierigkeitsgrad. Erstens, wie Bergsteigen erfüllend, aber eine Menge Arbeit. Zweitens, wie Wandern. Das Ziel kann ohne Strapazen erreicht werden. Oder drittens, wie ein Spaziergang. Man kann entspannt den Tag genießen. Ich nehme mal an, 3 ist sehr leicht. 2 ist wahrscheinlich normal. Und erfüllend, aber eine Menge Arbeit klingt so ein bisschen nach hart. Ich bin ja so der Fan von normal. Nicht ganz, ganz leicht, aber auch nicht so schwer. Vor allem kann ich das Spiel überhaupt nicht einschätzen. Wenn ich Rätsel oder irgendwie sowas, falls sowas kommt, nicht lösen kann, werde ich auch in die Lösung gucken. Hauptsache, wir kommen weiter. Genehmigt. Geht los hier jetzt. Ach, und jetzt können wir auch hier Charakter auswählen. Ist ganz toll. Einmal den Chris Redfield.
den berühmt-berüchtigten oder die Jill Valentine. Und ich bin ja Fan davon, als Frau gerne auch eine Frau zu spielen. Deswegen nehme ich mal die Jill Valentine. Und macht das die Story anders? Also ist das dann viel anders? Passiert da was ganz anderes, als wenn man den anderen Typen hier nimmt? Oder ich weiß nicht. Ich kenne die Charakter natürlich ein bisschen aus den Filmen, aber ich weiß nicht, was hier passiert. Jill Valentine. Sehr schön. Und viel Spaß, Leute. Falls ich es noch nicht gesagt habe, viel, viel Spaß. Speichern wir endet. So. Juli 1998. Alpha Team is flying around the forest zone, situated in Northwest Raccoon City, where we are searching for the helicopter of our compatriots, Bravo Team, who disappeared during the middle of their mission. Haven't found it yet? No, not yet. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. The Bravo team was sent in to investigate, but we lost contact. Look, Chris! Bravo team's helicopter was a derelict. Save for the remaining body of Kevin. We continued our search for the other members, and it turned into a nightmare. This way. Na toll. Willkommen im Überlebenshorror. There are only three STARS members left now. Captain Wesker, Barry and myself. We don't know where Chris is. What is this place? Not quite your ordinary house, that's for sure. Hey, Wesker, where's Chris? Jill, no! You don't want to go back out there. But we've got to find... What was that? Chris? No. Jill, go and investigate. I'm going with her. Chris and I go back a long way. All right. You two go. I'll secure this area. Stay sharp. Hm.
dining room. Na toll, willkommen hier im Herrenhaus. Schön, dass ich mich jetzt hier rumschlagen kann. Okay, ich muss mich erstmal echt mit der Steuerung vertraut machen hier. Beenden Aktenkarte. Kommt was, ja, wir nehmen das Farbband mit. Da kann ich da auch in dieses tolle Menü... Ah, aha. So, da ist die Pistole mit 15 Schuss und ein Kampfmesser, wie ich sehe. Und das tolle Farbband. Mhm. Da ist eine Karte. Ah, und da ist eine Schreibmaschine. Das ist die Villa, in der wir jetzt sind. Im Haus gesammelte Akten, Ordner 1. Da ist ein Handbuch. Die Angaben hier beziehen sich auf die Standardsteuerung. Drücken Sie während des Spiels Y bei Filmen oder während eines anderen können Sie Status mit. Okay. Mit dem Status, ich spiele das Ganze mit Gamepad mal so nebenbei. Haben Sie die folgenden Möglichkeiten: Waffen, Ausrüsten, Objekte verwenden, Karte anzeigen, Akten lesen. Wählen Sie auf dem Statusbildschirm die Menüoption Karte, bla bla. Nochmal. Wählen Sie auf dem Statusbildschirm die Menüoption Karte oder drücken Sie während des Spiels RB. Falls Sie keine Karte erworben haben, werden nur die bereits besuchten Orte angezeigt. Farblose Räume, unerforschte Räume, orangene Räume, Räume, in denen noch Objekte zu finden sind, grüne Räume, erforschte Räume, ohne verbleibende Objekte. Es sind ja viele Räume mit vielen Farben. Rote Tür, weiße Tür, blaue Tür, okay. Rote Tür, verschlossene Tür, weiße Tür, unverschlossene Tür, blaue Tür, durch die Sie bereits gegangen sind. Bei einem beweglichen Objekt stellen Sie sich mit Blick in die gewünschte Bewegungsrichtung davor und drücken Sie L in die Blickrichtung. Hinaufklettern und hinabklettern gehen Sie zu einem Objekt, das der Spielfigur bis zur Taille reicht, und drücken Sie A. Sie können auch auf bewegliche Objekte klettern. Zum Hinabklettern von einem Objekt drücken Sie A. Ja, okay. Aus, was? Das wählen Sie auf dem Statusbildschirm die gewünschte Waffe und dann eben für Ausrüsten. Ja, halten Sie LT gedrückt. Die Spielfigur geht dann nächststehenden Gegner gegenüber in Angriffshaltung. Halten Sie LT gedrückt und drücken Sie RT. Sie können den Gegner mit Ihrer Ausrüstung Waffe angreifen. Wenn Sie Steuerkreuz nach unten drücken, drücken Sie X. Sie können auch nur... Oh Gott, muss ich mir hier merken. Ich hoffe, ich kann mir das merken. Ha! Okay. Gut, dann... Hier eine Schreibmaschine, eine alte Schreibmaschine. Sie können Ihren Fortschritt speichern. Das Farbband verwenden. Ja. Inhalt wird geladen. Bitte schalten Sie Ihren PC nicht aus. Ach, die ist zum Speichern da. Ich verstehe. Da wird die Jill gespeichert. Das haben wir beendet. Das ist ja allerliebst. Jetzt gucken wir uns natürlich erstmal noch mit um. Wenn die beiden aneinander erstochen haben, liegt der Weg in ihr Schicksal frei. Die einzige Bewegung ist das stille Flackern der Kerzenflamme. Es ist etwas langsam, der Text. Ein Bild von zwei Rittern im Kampf. Das kurze Schwert steckt in der Brust des einen Ritters. Das lange Schwert hat den Kopf des anderen durchbohrt. Dies ist eklig. Okay. Ja, 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 ja. Können wir da irgendwas... Nein, ich wollte es... Sorry, ich wollte es nicht. Der dritte Mal, das muss nicht sein. Ah, ja, okay. I think you'd better take a look at this. What is it? Das Blut. Blood. Wo ist Chris? Was ist hier los? Jill. Das bin See ich. If you can find any other clues. I'll be examining this. Let's just hope it's not Chris's. Okay. Da sind ja schon ein paar coole Charaktere dabei, ne? Boah, die wissen ja anscheinend genau, was sie hier machen. Barry. Ah, wir können ihn wieder anquatschen. Barry, rede mal mit mir. Barry? Barry! Okay. Nicht. Dann suchen wir nach weiteren Hinweisen. Ein großer, schmutzverkrusteter Krug. Oh, scheiße, ey. Das ist alles so ungenau hier. Ich frage mich, ob ich hier die Hinweise alle finden werde. Ach, diese duselige Schreibmaschine. Nee, ich möchte das jetzt nicht. Nein, ich wollte das nicht. Oh, das regt mich jetzt schon auf. Ja. Kannst du da lang? Na,
Kannst du eigentlich wieder raus? Nö, wollen wir gar nicht, nö. Oder? Oh, doch, können wir. Mach ich das richtig? Hallo? That gunfire. I'm counting on you to investigate, Jill. Sure thing, Wesker. Ach, das ist Wesker. So, so. Ja, ihr wisst ja, was in den Filmen später passiert ist. Falls ihr die Filme je geguckt habt, dann Wesker, ne? Ist ja auch mal nix. Was mit dem Geschirr? Können wir da, Die einzige Bewegung ist das schön flackernde Kerzenflamme. So, geh mal hier an den Tisch. Okay, sie möchte dazu nichts sagen. Es ist immer dasselbe. Gut. Irgendwas müssen wir doch hier tun können. Können wir hier nichts untersuchen? Doch, da. Symbol mitnehmen. Ja, das nehmen wir mit. Wir nehmen alles mit. Objekt untersuchen. Wählen Sie auf dem Statusmenü am gefolgt vom Befehl untersuchen. Die Details des Objekts werden angezeigt. Prüfen. Ja, kann man das hier so ganz toll drehen. Alles schicki gemacht hier. Im Gegensatz zu früher, wo alles schön verpixelt war. Und dann können wir das ja auch kleiner und größer machen und so. Und dann untersucht das doch mal. Die Außenränder sind aufgrund der wiederholten Einpassung ganz abgenutzt. Ja, wahrscheinlich gehört es irgendwo rein. Nehme ich mal an. Prüfen. Farbband. Ach, zur Verwendung in der Schreibmaschine. Farbband. Ja, okay, das hatten wir aber schon. Was ist mit dem Messer? Kampfmesser. Ein mittelgroßes, leichtes Kampfmesser. Jills Personenschutzwaffe für den Nahkampf. Gut. Dass wir das haben. Vielleicht gibt es ja hier noch mehr, was wir tun können. Eine Einbuchung zeigt, bevor das Symbol war. Das brauchen wir jetzt wohl nicht. Vielleicht können wir das Wappen irgendwo einsetzen oder hier durch die Tür gehen. Das wäre doch auch mal eine Idee. Ich habe ein bisschen Angst hier. Ich glaube, das wird sich noch steigern über das Spiel. Ist das hier die Tür zurück, weil die rechts ist? Oder ist die Tür hinter uns, wo ich herkam? Okay. Und diese tickende Uhr. Wo sind wir hier überhaupt? Was ist... Ich frag gar nicht erst. Mhm. Was ist dann da? Sie ist von der anderen Seite verschlossen. Die Tür ist verschlossen. Ein Rüstungssymbol ist in das Schloss eingraviert. Na, dann verwenden wir das doch mal. Das brauchen sie jetzt, ein Symbol. Nee, okay, das geht da nicht anscheinend. Hier ist ein Aufzug. Von diesem Stockwerk aus können sie ihn anscheinend nicht betreten. Ein bisschen dunkel hier, ne? Mhm. Ist auch schön hier mit der Steuerungs... Perspektivengeschichte. Hier ist doch so ein Loch. Untersuch das mal, Jill Valentine. Untersuch das Loch. Okay, dann nicht. Dann nicht. Die Tür ist verschlossen. Ein Schwertsymbol ist in das Schloss eingraviert. Dam, dam, dam. Ich weiß nicht, ob das... brauchen sie es nicht. Kann ich das nicht einfach... Kann ich hier nicht einfach... So, hier... Achso, das ist Ausrüsten. Die kombinieren. Geht hier nix? Brauchen sie jetzt nicht. Ja. Ist erfolgreich hier. Das ist doch hier komisch mit der Wand, oder? Na gut. Was ist hier zur Hölle passiert? So? Weiß man nicht. Und ich komme hier nicht rein. Mit dem Rüstungssymbol ist doch auch komisch. Das ist doch komisch. Naja, ich weiß jetzt nicht. Wie sieht es jetzt aus mit dieser Kartengeschichte hier? Ah, Blautüren sind wir schon durchgegangen. Rote Türen gehen nicht. Weiße Türen. Ah, ja. Hier waren wir noch nicht.
Das war so klar. Scheiße. Okay, kannst du... Kannst du mal... Hallo? Das ist ja wohl Oberkacke mit der Steuerung, weil ich hier alles gerade drücke. Aber irgendwie... Oh. Lauf. Lauf mal weg, weil dann können wir den von da doch viel besser, oder nicht? Komm mal her. So. War zwar eine blöde Perspektive, aber hoffentlich steht er nicht nochmal auf. Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Leiche ihres Kameraden Kenneth. Anscheinend hält er etwas fest. Kenneth filmt. Das ist der Film, der Kenneth gehörte. Ich brauche einen Videorekorder, damit ich ihn ansehen kann. Ja, nimm einfach alles mit. Und der Typ kommt schon wieder. Ist nicht dein Ernst. Am besten erstatten Sie Wesker Bericht. Das ist nicht euer Ernst hier, oder? Hallo, kannst du mal auf ihn zielen? Schön! Gleich stirbt sie. Das ist... Okay, sie stirbt. Ey, sorry, aber was ist das denn bitte? Sie sind tot das erste Mal, dafür kriege ich glatt eine Errungenschaft. Ja, okay, aber wie kacke ist das denn, dass der immer wieder aufsteht? Einmal ein Kopfschuss und dann sollte der doch eigentlich liegen. Und ich kann das halt überhaupt nicht beeinflussen scheinbar. Ich werde jetzt natürlich direkt danach zu dem Ding hingehen, aber ich finde das gerade mega doof. In der Dunkelheit lauert die Angst. Ja, natürlich habe ich Schiss, aber es ist einfach gerade total dumm. I think you'd better take a look at this. Ja, ja. What is it? Können wir das mal überspringen? Ja, können wir sogar. Dann nimm mal alles. Barry. Achso, ja, ja. Okay. Guck dir das mal an hier. Nimm mal alles mit. Genau. Ja, ganz toll. Und dann gehen wir da direkt hin. Und dann können wir nur von den Zombies wegrennen und die nicht erledigen, weil er liegt ja da am Boden. Aber irgendwie konnte ich ja nichts machen. Richtig dumm. Wir brauchen ja den tollen Film. Oder was? Nee, hier waren wir auch... Hier waren wir... Ja gut, aber ich probiere das mal aus. Mit der Tür und so, weil dann ist es auf der Karte eingezeichnet. Das ist ja kein Ding hier. Ja, ja. Ja, ich werde ihn wohl ganz schnell wieder zurück. Dass wir die noch mitnehmen. Auch den Fahrstuhl. Genau. So, die Tür ist verschlossen. Das ging ja alles eh nicht hier. Ich finde das doof mit dem Zombie. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den nicht erledigen kann oder wo das Problem ist. So. Das ist total dumm. Ich will mich wehren zum Beispiel. Das ist so dumm. Auch die Perspektive ist dumm. Es ist doof. Es ist einfach nur doof. So, jetzt nimm den Kram mit. Und dann läufst du ganz schnell weg. Oder so. Ist da noch was? In der Ecke hier? Oh Gott, er kommt. Schnee! So. Barry! What is it? Look out! It's a monster! Ach, er. Let me take care of it! Ach, er muss das jetzt machen.
Die wissen noch gar nicht so richtig anscheinend, wie sie sie töten oder wie. What the hell is this thing? I found Kenneth killed by this thing. Let's report this to Wesker. Okay. Aber ihr geht's voll schlecht jetzt. Können wir da nichts machen? Sag noch mal was zur Leiche. Okay, aber wenigstens bleibt er jetzt so ein bisschen bei ihr und so. Soll ich jetzt eigentlich noch mal die anderen Türen abklappern oder... jetzt können wir da durch. Am besten starten sie woanders. Achso, wir können da nicht mehr durch. Na gut, dann nicht. Hier ist das mysteriöse Bild. Das nehmen wir auch noch mal mit hier. Weiß ja nicht, ob das irgendwie wichtig ist oder so. Genauso wie die Uhr. Wenn die beiden einander erstochen haben, liegt der Weg in ihr Schicksal frei. Also irgendwie muss es ja hier 100 Pro noch was auf sich haben mit der Uhr und diesem Bild. Ist er wieder aufgestanden, der Zombie? Wir haben den doch gerade, also... Was stecken die denn bitte ein? Ich bin irritiert. Wesker! Jill, help me look for him. But let's not leave this hall. Good idea. Na toll. Mir geht's voll schlecht. Warnung ist hier sogar angezeigt schon. Ich habe nur noch 8 Schuss. Und das tolle Klebeband. Ganz tolle Wurst. Ja, das können wir wahrscheinlich ausrüsten, wenn das andere alle ist oder was. Aber ich weiß nicht, wie man sich hätte wehren können gegen das Vieh. Vielleicht muss man auch da voll wegrennen oder was. Wo ist denn der Wesker-Arsch hier? Lässt uns einfach allein. Am besten schließen sie erst die Durchsuchung der Halle ab. Okay, also wir dürfen jetzt hier gerade nirgendwo gehen. Dann gehen wir hier runter. Das geht ja scheinbar schon. Mhm. Gehen wir hoch. Barry. Any luck, Jill? No, nothing. What's going on around here? I can't figure it out. Same here. Chris, and now Wesker. There's not much we can do. Mysterious. We can search for him separately. I'll investigate the dining room again. Okay, then. I'll try the door on the other side. Warum geht ihr nicht einfach zusammen und klappert alles zusammen ab? This mansion is gigantic. We could easily get lost. Let's start from the first Eben, man floor. Kann sich okay. verlaufen. Oh, I almost forgot. It's a lockpick. You'd make better use of it. Sie haben Folgendes, Dietrich. Okay, thanks. Cool. I may need it. Listen, if something happens, let's meet up in this hall. Got it? Okay. Okay. Gar nicht cool. Mega scheiße, sie ist angeschlagen. Er lässt sie einfach allein in diesem riesen Villa-Haus, was ultra gruselig ist. Sie brennen die Kerzen, keiner wohnt hier, weil hier überall noch Zombies sind, aber die Kerzen brennen trotzdem. Und ja, da ist einfach mal so ein Zombie gewesen, den wir nicht töten konnten, mit dem wir schon gestorben waren. So schwierig ist das, gegen die zu kämpfen. Und ja, er musste ihr helfen und ich glaube, danach war trotzdem wieder da der Zombie. Heißt das, man muss immer vor denen jetzt weglaufen und besser nicht gegen die kämpfen? Weil so wirkt es ja fast. Und das finde ich überhaupt nicht cool, wenn man die nicht erledigen kann. Und vor allem, wie gesagt, warum teilen die sich jetzt auf? Warum bleiben die nicht zusammen, gerade wo er jetzt weiß, dass sie angegriffen wurde und das voll gefährlich ist? Könnten sie doch das zusammen abklappern, aber es ist so diese Horrorspiel-Logik. Und deswegen gehen wir jetzt zurück zur Schreibmaschine. Und da ist doch der Zombie, oder? Ach. Wir speichern hier auf jeden Fall mal ab. Und dann war es das auch schon mit dem ersten Part, der irgendwie jetzt schon ultra schwer war. Wegen dieser Zombie-Geschichte. Und sie ist angeschlagen. Und ich frage mich, was wir kriegen, um halt hier weiterzukommen. Von wegen Heilung und so. Naja, wir werden es in den nächsten Part erfahren von Resident Evil, Leute. Ich bin angespannt und lasst mich überraschen, was passiert. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst mir gerne einen Daumen hoch oder einen Kommentar oder beides. Freue ich mich. Bis dann.